Mit der Idee, Sport, Kunst und Musik miteinander zu verbinden, lief Markus Schüle schon länger schwanger. Vor fast genau 2 Jahren machte er dann aber tatsächlich Nägel mit Köpfen und lud die renommierten Illustratoren Yuko Shimizu, Thomas Fuchs und Thilo Rothacker, die unter anderem für die FAZ, New York Times oder das Rolling Stone Magazin arbeiten, für 4 Tage nach Bietigheim ein. Die Künstler, die davor noch keine Berührungen mit dem Handballsport hatten, sammelten spannende Eindrücke und brachten diese zu Papier. Für die Künstler und die Sportler der beiden Bundesliga-Teams der SG BBM Bietigheim ein unvergessliches Erlebnis. Die Künstler waren eine Woche da und am Ende waren sie Teil von der Mannschaft. Also man hat es überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und jetzt, wo man die Bilder auch letztendlich sieht, kann man sich schon so ein bisschen auch nochmal in die einzelnen Situationen hineinversetzen. Also war eine sehr, sehr tolle Woche und sehr, sehr spannend für uns. Nur ich dachte einfach, das geht so verdammt schnell, das ist unglaublich und das muss ich irgendwie bannen. Und deswegen... Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Die Ausstellung Mutbilder, die Kunst, das Leben sportlich zu meistern, feierte im Mai 2017 Premiere in den Räumlichkeiten der Stuttgarter SV Sparkassenversicherung. Die Ausstellung ist auf die 5 verschiedenen Spielpositionen im Handball aufgebaut und soll zu Zivilcourage und dem richtigen Verhalten in der Gesellschaft inspirieren. Mit dem Projekt soll ein Werttransfer von dem Handballfeld in verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Miteinanders gelingen. Bereits im Dezember 2017, parallel zur Frauenhandball-Weltmeisterschaft, die auch in der Egetrans Arena gastierte, macht die Ausstellung in Bietigheim Station. Aus den Bildern heraus entstand obendrauf noch ein Kalender und auch der ist ein voller Erfolg und wurde im Haus der Wirtschaft in der Kategorie Non-Profit mit dem Gregor Award of Excellence ausgezeichnetes soziales Projekt prämiert. Viel Grund zu feiern und das wurde dann auch mit viel Prominenz auf dem Stuttgarter Frühlingsfest getan. Und natürlich wurde bei dieser Charity-Aktion auch Geld gesammelt, worüber sich dann wiederum im Sommer die Waldorf-Kinderkrippe Avalon in Stuttgart-Degerloch freuen durfte. Die Kleinen bekamen nämlich eine neue Außenspielanlage. Wir wollen zum einen pädagogisch arbeiten für eine Zielgruppe 8 bis 18 mit der Ausstellung hier, mit pädagogischen Texten, pädagogischen Maßnahmen. Wollen aber die ganzen Erlöse, die wir erzielen aus Kalenderverkäufen, Mieten und so weiter, wollen Spenden natürlich auch, möchten wir für die frühkindliche Bildung im Prinzip investieren. Für Kinderkrippen 0 bis 6 Jahre ist da dann die Zielgruppe und konnten dort zum ersten Mal natürlich nach der langen Zeit der Vorbereitung und der langen Zeit des Aufbaus zum ersten Mal eben eine Kinderkrippe wirklich begünstigen. Das war natürlich eine Sensation. Diese Pampers-Bande dann im Prinzip in freudiger Erwartung endlich, dass sie dort rauf dürfen, geht einem das Herz auf. Und für das genau sind wir angetreten und sind jetzt soweit. Und aktuell heißt es Mutbilder Go Sachsen. Noch bis zum 2. November ist die Ausstellung im historischen Schloss Hartenfels in Torgau zu sehen. Und allein das Gebäude, das Umfeld ist für mich einfach fast so gar nicht zu fassen, gar nicht zu glauben, dass jetzt die Mutbilder hier sein dürfen, in diesem Gebäude, in dieser Stimmung der Räume. Es ist für mich wirklich großes Glück und eine große Freude, jetzt auch in Torgau in Sachsen sein zu dürfen mit der Ausstellung. Für uns ist es natürlich ein großer Ansatzpunkt, mehr Kinder, mehr Jugendliche für den Sport zu begeistern, hier mehr auch die Werte des Sportes rüberzubringen. Wir unterstützen das Ganze auch nochmal mit Übernahme von Beförderungskosten für die Schulen. Wir haben ein pädagogisches Konzept auch nochmal angesetzt. Und wenn wir anschließend doppelt so viele Handballmannschaften in Sachsen hätten oder im Landkreis Nordsachsen, das wäre natürlich spitze. Zur Eröffnung ließ es sich auch der Weltmeister von 2007 und zweimalige Handballer des Jahres Markus Bauer nicht nehmen, nach Sachsen zu kommen. Ich finde schon, dass Handball auch eine sehr athletische, kunstvolle Sportart ist. Also man sieht, man kriegt tolle Bilder, dass das dann jetzt auch noch in einer anderen Form dargestellt wird von Leuten, die im Handball gar nichts zu tun haben, also quasi auch einen anderen Blickwinkel haben, macht es umso toller. Also ich finde es wirklich eine tolle Sache und lohnenswert und sollte man sich unbedingt anschauen. Bereits am Vormittag der Ausstellungseröffnung kassierten 4 Spieler des HC Elbflorenz Dresden, darunter der ehemalige TVB-Akteur Nils Kretschmer, eine Stunde im örtlichen DM-Markt. Auch diese Einnahmen kommen dem Verein Flying Heart United zugute. Dass natürlich auch diese Ausstellung jetzt unterstützt wird von HC Elbflorenz Dresden und eben auch noch von DM, von einem Konzern, ist, glaube ich, so
Ich habe es noch nicht gehört, freue mich natürlich total, aber gab es glaube ich so noch nicht. Ab sofort ist Flying Heart United übrigens auch Partner und Unterstützer der Jugendabteilung der SG Pforzheim-Eutingen. Auch hier geht es um Wertetransfer, um Zivilcourage und gegen Extremismus. Die nächste Mutbilder-Ausstellung findet übrigens wieder in der Region statt. Vom 9.01. bis zum 8.03.2019 sind die Bilder während der Männerhandball-Weltmeisterschaft im Kornwestheimer Rathaus zu sehen.